Ei Gude, willkommen zum Frankfurt Quiz. Wie gut kennen Sie Frankfurt wirklich? Die U-Bahn-Haltestelle Heddernheimer Landstraße ist mit Mosaiken dekoriert. Und diese haben mich zur Frage des ersten Frankfurt-Quiz inspiriert. Ich habe ebenfalls aus einem Foto ein Mosaik gemacht. Und die Frage lautet simpel: Wo wurde dieses Foto aufgenommen? Es gibt 4 mögliche Antworten zur Auswahl. Ich stehe hier vor dem Palmgarten und ich bin der festen Überzeugung, das Bild, das dem Mosaik zugrunde liegt, das kann nur hier entstanden sein. Im Palmgarten gibt es den Bach, da gibt es einen Teich, da gibt es Rasen und da gibt es natürlich auch Bäume. Also alle Stilelemente, die wirklich im Palmgarten ganz typisch vorkommen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, hier im Kanal Mein Frankfurt gibt es natürlich einen Clip zum Palmengarten. Und wenn Antwort A, Palmengarten, die richtige ist, dann kommt das Bild natürlich im Clip auch vor. Ich stehe hier vor dem Güntersburgpark und ich denke, das Bild, das dem Mosaik zugrunde liegt, das kann nur hier entstanden sein. Wege, Rasen, Bäume, die gibt es alle hier im Güntersburgpark. Also ganz typisch. Wenn Sie sich da nicht so sicher sind wie ich, dann schauen Sie sich ruhig den Clip zum Güntersburgpark hier im Kanal Mein Frankfurt nochmal an. Wenn Sie sich sicher sind, dann wählen Sie ruhig Antwort B, Güntersburgpark. Ich bin hier im Grüneburgpark und ich denke, das Bild, das dem Mosaik zugrunde liegt, wurde hier aufgenommen. Der Grüneburgpark hat wirklich alle Merkmale, die dieses Bild aufweist. Da gibt es so eine Stelle, wenn Sie sich nicht mehr ganz sicher sind. Im Kanal Mein Frankfurt gibt es einen Clip speziell zum Grüneburgpark. Und wenn das die richtige Antwort ist, dann kommt das Bild in diesem Clip mit Sicherheit vor. Also schauen Sie sich den Clip nochmal an. Und ansonsten glaube ich, die richtige Wahl ist Antwort C, Grüneburgpark. Ich stehe hier im Bethmannpark und ich glaube, das Bild, das dem Mosaik zugrunde liegt, das wurde hier aufgenommen. Schauen Sie sich das Bild doch mal genau an. Wege, ein Bach, ein Teich, diese markanten Bäumchen. Hier im Bethmannpark gibt es einen chinesischen Garten. Ich hoffe, das ist Tipp genug. Also ich glaube, Antwort D, Bethmannpark, ist richtig. Wenn Sie mehr über den Bethmannpark erfahren möchten, dann finden Sie auf Mein Frankfurt natürlich einen Clip. Und wenn D, Bethmannpark, die richtige Antwort ist, dann finden Sie das fragliche Bild sicherlich auch in diesem Clip. Also, Bethmannpark, Antwort D. Die anderen 3 wollen Sie doch nur verwirren. Die richtige Antwort lautet Antwort A, Palmengarten. Und wenn Sie das auch glauben, dann klicken Sie jetzt bitte hier. A, Palmengarten. Hier klicken. Hier. Unsinn. Nicht im Palmengarten. Im Güntersburgpark ist das Bild aufgenommen worden. Antwort B, Güntersburgpark ist richtig. Deshalb klicken Sie jetzt hier. Hier klicken. Hier. Also ich glaube, die beiden liegen völlig falsch. Die richtige Antwort ist bestimmt C, Grüneburgpark. Und wenn Sie das auch glauben, dann klicken Sie jetzt bitte hier, C, hier, hier klicken. Die anderen 3, die wollen Sie nur in die Irre führen. Ich glaube fest daran, die richtige Antwort lautet D, Bethmannpark. Deshalb klicken Sie bitte hier, hier, Bethmannpark, D, hier. A, B, C oder D. Bitte treffen Sie eine Entscheidung. Sie erfahren sofort im nächsten Clip, ob Sie recht haben. A, B, C oder D. Bitte treffen Sie eine Entscheidung. Sie erfahren sofort im nächsten Clip, ob Sie recht haben. Und wenn Ihnen dieser Clip gefallen hat, dann verpassen Sie bitte keinen künftigen Clip mehr von Mein Frankfurt. Und abonnieren Sie den Kanal bitte jetzt hier.